Friends, good morning. Freunde, guten Morgen. I have a question. Ich habe eine Frage. Would you like us to talk a little bit about maybe some of the different gifts of the Holy Spirit? Möchtet ihr, dass wir etwas über die Gaben des Heiligen Geistes sprechen? Oh, you would. Ah, ihr möchtet das. Oh, well, then I guess we have to. Okay, dann müssen wir das ja fast tun. Oh, I believe that the gifts of the Spirit are actually not just 9, as mentioned in 1 Corinthians 12. Wisst ihr, ich glaube, dass die Gaben des Heiligen Geistes sich nicht auf die 9 limitieren, die im 1. Korinther 12 zu finden sind, weil das wäre ja beschränkend, einschränkend. I understand that in 1 Corinthians 12 there are 9 gifts mentioned. Ich verstehe, dass im 1. Korinther 12 9 erwähnt sind. But we must always remember, never put God in a box, he's bigger than anything. Aber wir müssen uns auch erinnern, dass wir Gott nie in eine Schachtel stecken können. Er ist größer als das. Talking about specifically 1 Corinthians 12, so I'm going to go through these 9 gifts. Aber wir reden ja jetzt spezifisch vom 1. Korinther 12 und deshalb werden wir durch diese Gaben gehen, diese 9. 9 gifts in 1 Corinthians 12 are divided into 3 groups of gifts. Also die 9 Gaben im 1. Korinther 12 sind auf 3 Gruppen eingeteilt. First of all, they are the revelation gifts. Das sind die Gaben der Offenbarung. Which is the word of wisdom. Und das ist das Wort der Weisheit. The word of knowledge. Wort der Erkenntnis. And the discernments of spirit. Und die Gabe Geister zu unterscheiden. Then they are the power gifts. Und dann sind die Gaben der Kraftwirkung. Glaube. Gifts of healing. Gabe der Heilung. The gifts of miracle. Und Gabe der Wunderwirkung. And then there are the vocal gifts. Und dann sind da diese stimmliche Gaben. The vocal gifts are the gifts of prophecy, of tongues and interpretation. Und die stimmliche Gaben sind die Gabe der Prophetie, Sprachenrede und der Interpretation der Sprachenrede. Devotional is not an in-depth study. That's never been the. Und wie ich gesagt habe, das ist eine Andacht, das ist nicht ein tiefes Studium. Das war nie das Ziel. I wanted to do a nice little basic devotional about the Holy. Aber wir wollten einfach eine Andacht machen, die eine Grundlage legt, was der Heilige Geist und die Gaben und alles anbelangt. The Bible doesn't actually tell you exactly how all those gifts flow and function. Und wisst ihr, die Bibel sagt uns nicht genau, wie all diese Gaben fließen und funktionieren. I'm going to simply tell you that these are in the Bible. Aber ich möchte euch einfach sagen, dass diese in der Bibel sind. I'm going to tell you what I think, how they work and what happened. Und jetzt werde ich euch erklären, was ich denke, wie sie funktionieren und was damit passiert. And then you decide if you agree with me or if you don't. Und dann entscheidest du, ob du mit mir einverstanden bist oder nicht. If you agree with me, that's fine. You don't have to do anything. Und wenn du mit mir einverstanden bist, dann ist ja alles gut. If you disagree with me, don't send me messages and start a debate with me because I don't want to debate with anybody. Aber wenn du nicht einverstanden bist, dann schicke mir nicht eine Nachricht, um mit mir zu diskutieren. Ich mag es nicht zu diskutieren. To have a different opinion. Du bist frei, eine andere Meinung zu haben. First of all, the 3 revelation gifts. Also erstens die 3 Gaben der Offenbarung. Word of wisdom, the word of knowledge and the discernment of spirit. Das Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis und Unterscheidungsvermögen der Geister. Last one. Also wir werden mit dem letzten anfangen. Discernment of spirit. Unterscheidungsvermögen der Geister. In my opinion, how this gift works is like this. Meiner Meinung nach, wie diese Gabe funktioniert, ist folgend. You will discern by the Holy Spirit, not by your own wisdom or understanding. Du wirst im Heiligen Geist unterscheiden können, nicht durch deine eigene Weisheit oder Verständnis. If what's happening is a spiritual problem or just a problem of the flesh. Ob das, was gerade passiert, ein geistliches Problem ist oder ein Problem der Seele. Zum Beispiel. You can go to a meeting. Du kannst an ein Treffen gehen. And somebody manifests like crazy. Und jemand manifestiert wie verrückt. Many. This is actually really funny. Und viele, das ist sehr lustig. So many times. Weil ich habe das schon so oft gesehen. In charismatic circles, especially in Brazil. In den charismatischen Kreisen, vor allem auch gerade in Brasilien. Automatically, this is a demon, and somebody goes and yells and screams and commands the demon to go. Dann ist es automatisch einen bösen Geist und jemand geht und schreit und befiehlt dem Geist rauszugehen. I think that's wrong. Ich denke, das ist nicht richtig. Das ist falsch. In the flesh. Weil ich denke, das ist nach dem Fleisch richten. The gift of discernment of spirits to discern is this really a spiritual matter or is this just something emotional? Du brauchst die Gabe der Unterscheidung der Geister, um da wirklich sagen zu können, ist das emotional oder wirklich geistlich? In several meetings. Ich war schon an einigen Treffen. Where there were the so-called manifestation of the devil. Wo da die sogenannten Manifestationen des Teufels waren. We were screaming and shouting and yelling and jumping and casting out those demons. Und diese Leute waren da am Schreien und am Dämon sagen
er soll rausgehen. More they tried to cast out the demons, it's more this person who was supposedly demonic manifest. Und je mehr sie da rumschrien, umso mehr hat diese Person manifestiert. But by the gift of the judgment of the spirit, I realized this is just an emotional reaction. Aber durch die Gabe der Unterscheidung der Geister habe ich realisiert, dass das nur eine emotionale Reaktion ist. So these people trying to cast out the spirit didn't have any success. Und diese Leute, die da versuchten, die böse Geister auszutreiben und keinen Erfolg dabei hatten. And could not calm this person down because the demons were. Und sie konnten diese Person nicht beruhigen, weil die Dämonen am Manifestieren waren. I walked up. Und da bin ich dorthin gegangen. I put my hands on the shoulder. Ich habe meine Hände auf die Schulter gelegt. I looked them in the eye. Ich habe dieser Person in die Augen geschaut. I said, und ich habe gesagt: Stop that silly behavior here in the service. Hör mit diesem Verhalten hier in diesem Treffen auf. We don't want that. Wir wollen das nicht hier. And all the manifestations, it stopped. Und alle diese Manifestationen haben auf einmal aufgehört. It was just an emotional reaction. Da war nichts Dämonisches dran, es war einfach eine emotionale Reaktion. So you need the discernment of the spirit to discern in many situations, is this a spiritual problem or is it just a natural problem? Und deshalb müsst ihr die Unterscheidung der Geister haben, um sagen zu können, ist das ein geistliches Problem oder ein emotionales Problem? In many, many situations, things can actually be spiritual, but they can also just be natural. Und in vielen, vielen Situationen kann es geistlich sein, aber es kann auch einfach seelisch sein. Und wie kannst du das unterscheiden? Gift of discerning of spirit. Durch die Gabe der Unterscheidung der Geister. Tomorrow we'll talk. Morgen werden wir mehr darüber reden.